Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal am letzten Sonntag im September. Ein schöner Sonntag. Ja, Anne war eine Pilze, wie ihr im Hintergrund sehen könnt. Und dann haben wir uns gedacht, wir machen mal eine Weitpilzpfanne. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. Ihr Lieben, die ersten Waldpilze sind da. Was liegt da näher, als eine Pilzpfanne mit Speck zu machen? Dazu brauchen wir ungefähr 300 Gramm Waldpilze, ungefähr 200 Gramm Champignons. Hierhinter stehen Pfeffer und Salz zum Würzen. 2 Esslöffel Butter, 1 Teelöffel Honig, 2 Knoblauchzehen, Kräuter wie Petersilie und Schnittlauch. Da und dazwischen. Eine Zwiebel, die Zesten von einer Bio-Zitrone, den Saft von einer halben Bio-Zitrone und Speck. Speck darf nicht fehlen. Und daraus machen wir unser Pilzpfännchen. In einer ausreichend großen Pfanne erhitzen wir nun unsere Butter. Darin werden wir den Knoblauch und die Zwiebeln glasig dünsten. Sobald das glasig ist, kommt unser Speck dazu und darf etwas knusprig anbraten. Unsere Zwiebeln sind nun schon in der Pfanne gelandet. Sie dürfen etwas vor dem Knoblauch etwas glasig werden. Der Knoblauch, der wird sehr schnell braun und daher dürfen die etwas länger im Fett verweilen. Nun kommt auch unser Knoblauch dazu. Auch der darf schön mit anschwitzen. Ein paar Minuten und dann sehen wir uns gleich wieder. Knoblauch und Zwiebeln sind schön angeschwitzt. Nun kommt unser Speck dazu. Der darf sich jetzt schön anrüsten lassen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Den Speck haben wir nun etwas ausgelassen. Nun kommen schon unsere Pilze dazu. Das sind einmal die Waldpilze. Und hierauf folgen noch die Champignons. Das Ganze würzen wir jetzt mit Pfeffer und Salz. Und dann darf es ungefähr 5 Minuten köcheln. So, das ist einmal unser Salz und jetzt folgt noch der Pfeffer. Und irgendwie ist unsere Mühle ganz, ganz komisch, aber da kommt jetzt gleich Pfeffer rein. Und wenn ich das nach dem Film noch mache. Na, geht doch. Okay, das sollte erstmal reichen. Ich werde das Ganze unterrühren. Wie gesagt, 5 Minuten darf es auf jeden Fall schmoren. Den Zitronensaft habe ich nun mit dem Teelöffel Honig verrührt. Das Ganze gebe ich zu der Pilzmischung. Das darf etwas mitköcheln. Und dann kommen gleich unsere Kräuter dazu. Nun kommen unsere Kräuter.
und die Zitronenzesten. Auch das darf noch mal 2 Minuten mit dünsten und dann wird abgeschmeckt. Abgeschmeckt wird mit Pfeffer und Salz. Etwas Pfeffer ist schon in die Pfanne gewandert. Nun kommt noch ein bisschen Salz. Ich denke, das sollte reichen und dann kann auch gleich serviert werden. Kurzes Fazit, wer Pilze mag, mag diese Pfanne, probiert es einfach aus. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, einen netten Kommentar. Noch mehr würden wir uns über ein Abo freuen, könnt ihr immer unten rechts anklicken. Noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Genießt den Sonntag, tschüss. Kühnes Kochkanal.